Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht da hinten versteckt war, aber das kann ich nicht wirklich glauben. Hier geht's schon mal nicht rein. Ich könnte mir vorstellen, dass der da hinten war. Das könnte er sein. Ne, hier gibt es keine Truhe. Den Za. Kein Problem. Schlaf gut, jetzt mache ich dir keine Angst mehr. Ja, ich helfe dir ja schon, indem ich dein Blut trinke. Dann bist du sicher. In mir. Sperrbezirk. Hier kommen nur die Arbeiter der Nachtschicht durch. Ich bin die Nachtschicht. Dann verrate mir, für wen du arbeitest. Ich arbeite für niemanden. Zieh Leine und lass mich in Ruhe. Wir sehen uns wieder. Bald. Genial, Kain ist die Nachtschicht. Stimmt eigentlich auch. Es ist ja mitten in der Nacht. Es ist ja auch irgendwie, muss ich ehrlich zugeben, es ist immer Nacht in Nosgoth hier. Kann ich nicht hier irgendwie? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier irgendwie? Kann ich nicht? Nein, kann ich nicht. Versuch's gar nicht erst. Also wieder zurück. Also, wir müssen da irgendwie durch. So, springen. Kann ich hier? Nein, natürlich nicht. Kann ich hier? Kann ich auch nicht. Hallo? Du hattest versprochen, dass du sofort nach Hause kommst. Beruhige dich. Wenn ich nicht mit ihnen trinke, kaufen sie mir nichts ab. Was macht es für einen Sinn, wenn du dein verdientes Geld sofort wieder verprasst? Was kann ich denn dafür? Schuld sind nur diese verdammten Steuern. Haben Sie die Alkoholsteuer etwa schon wieder erhöht? Ha, gedisst, Junge. Ich wollte gerade sagen, der kriegt nichts mit. Oh, scheiße, jetzt ist er auf einer anderen Seite und ich kann da nicht drüber. Komm her. So, einmal. Hier, ich prügel dir den Alkohol raus. Erstmal hier Blut trinken. Das war ganz der Blutdurst, oder? Danke für die Waffe. Danke für dein Blut. Uah. Wahrscheinlich bin ich ist kein jetzt ordentlich beschwipst. Ach komm! Noch ein, zwei kleine Blutcocktails und. Kann ich hier? Nein. Toll. Ach, da ist der rote Rabe. Da müssen wir ja hin. Hallo. So, gibt es hier... Oh, Weinfässer. Nein. Kann ich hier? Nein. Kann ich hier? Och, scheiße. Ich hätte die ausreden lassen sollen. So. So. Ja! Wunderbar. So, wunderbar. Ja, tut mir leid, dass ich euch das nicht in einer super High-End-Grafik anbieten kann. Ich habe nämlich die Auflösung auf 800x600 und sobald ich die höher stelle, stürzt Fraps extrem ab. Und mache ich es auf, nicht auf Half-Size, sondern auf Full-Size, dann stürzt Traps auch extrem tief ab. Ich habe schon alles versucht. Okay, Gaufeld, Leipzig, oh. Nee, oder? Sarafan-Werbung. Ach, irgendwie Novid. Ach, keine Ahnung. Nosgoths Bier, Wildön. Hört sich schwedisch an. Oder finnisch. Was willst du? Informationen. Uma schickt mich. Du hast eine Nachricht für mich. Ich weiß nur, was sie mir gesagt haben. Und wer sind sie? Glaub mir, es war dunkel und ich weiß nicht, woher die Stimme kam. Es war, als würde die Dunkelheit selbst mit mir sprechen. Ich soll dir diese Nachricht überbringen. Geh zum Händler in der Nähe des Lagerhauses. Er hat wichtige Neuigkeiten.
Ist das alles? Nein, wenn du diesem Idioten Duncan sagst, dass du für Ducketts Händler arbeitest, lässt er dich durch das Tor am Arbeiterviertel. Dankeschön. Hm. Schokolädchen muss sein. Nicht so laut. Los jetzt, du stürzt uns noch alle ins Verderben. Ja, klar schon. Meine Fresse. So, jetzt kommen wir auch durch das Tor. Bist du taub? Nur für Arbeiter. Ich arbeite für Ducketts Händler. Und jetzt lass mich rein. Danke. Nicht zu nahe. Arschloch. Kind. So, Nebel aktivieren, weil hier scheint... Nee, das ist kein Nebel. Hey. Ich hasse es, wenn man gerade um die Ecke geht und dann auf einmal man angegriffen wird. So, schauen wir mal, gibt es hier? Nein. Hopp. Hallo. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Mensch, ist das schön. Ja. Angreep! Ach, scheiße. Nein! Och, leck mich doch. Das war höllisch knapp. Stirb, Sarafan, stirb. Nein! Okay. So, einmal. Ich will ja nichts sagen, aber das Schwert hier geht kaputt. Nein! Nein! Danke für die Waffe. Ich glaube, ich sollte jetzt mal öfter zur Raserei greifen. Bevor mich die Schweinehunde hier kalt stellen. Bleib hier, bleib hier! Ich tu dir nicht weh, jetzt komm wieder her! Dumme Zigeunerin, hey. Schrei nicht wie eine Memme rum, stirb einfach. So. Southgate. Ach, das 9 soll ein G sein. Southgate Tram Station. Ich kann nicht. Ach, Mann. Ja. So. Wunderbar. So, hier oben gibt's eine Kiste. Hopp. Uah. 1, 2, 3. Immer noch mit einem roten Deckel. Also jetzt wäre mir es lieber, wenn ich hier welche mit blauen Deckel finden würde. Weil die geben deutlich mehr. Und da ich hier Und da ich mit Kain spiele und ich hier ein kleiner machtgieriger oder machthungriger Vampir bin, da giert es mich nach mehr. So, gibt es hier? Nein. So, okay. Anscheinend gibt es hier gar nichts mehr. Die Tuss ist weg. Schöne Scheiße. Aber nicht weiter schlimm. Och, jetzt. So. Och, hey, nee, komm. Hey, leck mich doch. Ja, ich hätte auch die Treppe nehmen können. Egal. Hier rüber. Oh. Also heute läuft's auch echt schief, oder was? Dabei hatte ich heute so einen tollen Tag gehabt. Jetzt hier rüber. Und aktivieren. Und ein... Oh. Ja. Warum könntest du nicht die Leitung... Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, warum könnt ihr nicht einfach hier die Leitung... Oh, fuck. Das geht aber schnell. Einfach so rüber verlegen. Fertig. Wunderbar. Türe auf.
Ja, ganz toll. Ich würde gerne mal wissen, wie viele die Blut geben. Oh, Hauptglyphenanlage. Ach, jetzt gibt's wieder so ein bescheuertes Rätsel. Erstmal hier Wissen. Artefakte der Ahnen. Ich könnte mal wieder einen Speicherpunkt gebrauchen. Hallo? Ich müsste mal wieder speichern. So, jetzt wird's witzig. Bam! Unterbrochen. Die müssen wir austauschen. Rüber. Gut. So. Einmal hier rüber. Schieb. 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 Vorwärts. Weiter. Noch ein Schritt. Weiter. Weiter. Noch ein Schritt. Weiter. Okay, weiter geht's nicht mehr. So. Jetzt einmal da. Und jetzt hier die Verbindung aktivieren. Ja, warum gibt es keine Verbindung? Ach, deswegen. So. Weil der Apparat ist defekt und wir brauchen ein aktives. Wunderbar. Ach, Mensch. Ein Speicherpunkt. Speichern, wie viel Prozent? Was meint ihr? Haben wir erreicht? Wir haben bestimmt gerade mal 25. Schlimmer noch, wir haben 20% erreicht. Ich hab euch gewarnt. Ich hab's euch gesagt, ab Kapitel 3, 4 oder 5 ziehen sich diese Levels verdammt lang hin. Hab hier hoch. Was will der? Ohne Kennwort kommst du hier nicht rein. Och, leck mich. Brauchen wir auch noch ein Kennwort. Okay, hier gibt's nichts. Aber ich könnte Blut gebrauchen. Ja, ich bin ein bisschen pingelig, was immer hier keins Gesundheit angeht. Man kann schnell sterben. Och, Mann. Ich muss dir wohl eine Lektion erteilen. Jo, hier hast du deine Lektion. Och, nee. Mann, ich wollte dich doch anspringen. Ach, egal. Gibst du alles? Nein. Weichei. Gib mir nicht mal genügend Blut. Später gibt's Gegner, die geben verdammt viel Blut. Und die füllen die Wissens- oder Machtleiste. Vor allem, wie schnell hier die Sarafanen hier mal ihr Schwert aus der Scheide ziehen. Das ist ja... Nein! Oh. Der Kracher. Wunderbar. Nee, weil später gibt's Gegner, die geben verdammt viel Blut und die Wissen Macht. Ja, ich sag jetzt einfach Wissen Machtleiste. Die fühlt sich, die gibt bei den Gegnern, die man umniedet, die geben ungefähr... Ach, hier geht's rein. Hallo? Hallo? Hier gibt es gar nichts. Kann ich nicht? Nein, ich kann wirklich nicht. Auf jeden Fall geben die dann so viel... Wo ist eigentlich Josef? Das weißt du nicht? Er ist doch jetzt bei der Wache. Mit seinem Räumer? Kann er überhaupt ein Schwert heben? Das war ihnen egal. Jetzt bewacht er eine Handelskarawane. Die haben ihm einen Wochensold im Voraus gegeben. Er kämpft gegen die Banditen? Das überlebt er nie. Nein. Aber Marjorie kann jetzt zu ihrer Schwester fahren. Mehr konnte er nicht für sie tun, nachdem er seinen Laden schließen musste. Bewundernswert. Seid ihr fertig? Danke. Na, was ich erklären wollte. Hallo? Bleib doch da! Später gibt's halt Gegner, die geben verdammt viel Blut und die wissen's...